werte Sammler und Sammlerin, ich bin Selector vom Team Jeunesse und ich grüße euch herzlich zum neuen Manga-Unboxing. Es ist mal wieder soweit, die manga-ecke.de hat mir Manga zugeschickt, einige davon selbst gekauft, allerdings für die Leute, die eben diesen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, die manga-ecke.de unterstützt mich monatlich mit Manga im Wert von ungefähr 40 Euro und so auch diesen Monat wieder mit dabei. Die Manga im Wert von 40 Euro kriege ich halt für Rezensionszwecke zur Verfügung gestellt. Also sind halt so gesehen nicht geschenkt, ne? Das wird eine Gegenleistung erwartet. Und ja, falls ihr noch einen Händler des Vertrauens sucht, schaut unbedingt bei der lieben manga-ecke.de vorbei. Super Service. Bislang sind alle top zufrieden, die bei ihnen bestellt haben. Und es ist einfach schön, einen Fachhandel zu unterstützen. Und ja, ich habe das Paket diesmal schon aufgerissen, weil ich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung habe, wo mein Cuttermesser mal wieder hin ist. Deswegen hatte ich nur die Schere und ich habe keinen Bock gehabt, das rauszuschneiden. Ich komme gerade auch erst frisch aus der Dusche. Total professionell, so kennt man es. Und hier erstmal das Gratiszeug, ja, der liebste Teil eines jeden Zuschauers. Das Gratiszeug, ne? Was haben sie mir denn diesmal zugeschickt? Da haben wir einerseits Lullaby of the Dawn, eine Postkarte. Kenneth, dir hätte es das, glaube ich? Dear Mr. Rain, so. Postkarte. Dann eine Leseprobe zu Strange Repairman Tales, das illustriert ist von dem Mangaka hinter Blue Exorcist, was leider Gottes kurzfristig verschoben wurde. Das war nämlich eigentlich mein Wunschtitel für diesen Monat. Zum Rezensieren. Oder... Nee, warte. Ah ja, Leseprobe. Mhm. Ja, nee, es ist eigentlich ein Mini-Poster. Das ist die Leseprobe. Ah ja. Jetzt wisst ihr allerdings, auf den Titel könnt ihr euch nächsten Monat, wenn er dann rauskommt, freuen. Dann Gokurakugai. Davon werde ich mir wahrscheinlich halt die englische Ausgabe holen. From In-App Wellness, ein Titel, der mich sehr positiv überrascht hat. Starting From a Lie. Monster Forest. Heterojime, My Hero. Dann Love or Hate. Die Postkarte sieht tatsächlich... Okay, das ist keine Postkarte. Wir haben hinten komplett bedruckt. Dieser Flyer sieht tatsächlich echt schön aus. A-Shield 21 muss auch sein. Und natürlich Even If You Slit My Mouth. Man merkt, by the way, richtig den qualitativen Unterschied zwischen den einzelnen Verlagen. Und dann noch eine Leseprobe von Lonely Castle in the Mirror. Mit großem Poster. Hui! Jetzt soll ich die gleich schon haben. Hey. Und ja, ich würde sagen, packen wir die schönen Manga aus. So, was haben wir? Ah ja. Da haben wir als allererstes direkt ein richtiges Leckerbissen. Und zwar ab sofort Schwester 6 ist endlich raus. Boah, meine Haare will einen heute gar nicht halten. Ja, den wollte ich eigentlich auf der Dokumi mitgenommen haben, weil es dann auch eine coole Tragetasche dazugegeben hätte. Das Problem war nur, wir haben den Band nicht zur Dokumi mitgehabt, weil es da Verzögerungen irgendwie gab. Oder es erst am letzten Tag zu kaufen gab. Das war so ein bisschen scheiße. Deswegen habe ich mir jetzt halt bei der Manga-Ecke bestellt für die Leute, die ab sofort Schwester nicht kennen. Lebt ihr unterm Stein? Großartige Comedy-Reihe, sehr, sehr zu empfehlen. Allgemein Manga Jam Session ist ein Verlag, den ich einfach gerne unterstütze. Dann Triage X Nummer 25. Ich hatte den 25er nämlich im Elfstein noch nicht gekauft gehabt und bevor die Reihe weiter out of print geht, schnell zuschlagen. Zumaßen, ich muss auch noch. Killing Bites und Mercilago weiterkaufen. Ich auch so ein wenig hinterher. Dann natürlich von Egmont, Even If You Slit My Mouth, Nummer 2. Und der neueste A-Shield 21. Der ist ein bisschen dicker, oder? Kommt mir so vor? Ja, da freue ich mich auch sehr drüber, weil A-Shield 21 ist absolute Liebe. Wirklich, in meinen Augen, eine der aktuell spaßigsten Manga-Reihen, die wir auf Deutsch haben. Da freue ich mich auf jeden Fall, einfach weiter zu lesen. Mal schauen, ist hier vielleicht das erste Rezi-Exemplar drin? Nein. Tatsächlich nicht. Wir haben einerseits den 26. Band von Triage X und natürlich
Insomniacs After School. Das muss natürlich auch mit dabei sein. Weil Insomniacs hat nur noch ein paar Bände, dann ist die Reihe vorbei. Ich werde sie halt echt vermissen, weil sie... Oh, die war echt unterhaltsam. Und einfach eine richtig schön erzählte Romance-Geschichte. Dann, was haben wir hier? Ah, das erste Rätsel-Exemplar. Nein, das ist es natürlich nicht. Und zwar Jaiba Nummer 14, weil die Reihe geht out of print. Und dann Sleeping Dead 2. Das ist ein Rätsel-Exemplar, was so ein bisschen als Ersatz fungiert hat für Strange Repairman Tales. Ja, okay. Können wir einfach sagen, dass der zweite Band hier als Rätsel-Exemplar ist, weil ich den ersten Band halt schon habe. Und heilige Scheiße ist der Fick. Also, warte, ich hol den ersten Band. Einfach um das Ganze mal so ein wenig zu verdeutlichen. Das Ding ist richtig dick. Ich meine, kostet dementsprechend auch 12 Euro. Ja. Aber, ne, das war eine positive Überraschung, würde ich mal sagen. Dann. Was haben wir hier? Ich weiß im Endeffekt gar nicht mal mehr, was ich alles bestellt habe. Es war diesen Monat nicht so viel, sage ich auch ganz ehrlich. Einfach weil, ja, war jetzt nicht so ein interessanter Monat und ich auch nach letztem Monat ein wenig aufs Geld achten musste. Aber ja, da haben wir einerseits Caro und Rin 2 und Marriage Toxin 4. Nach wie vor beides großartig. Allgemein, das muss ich jetzt auch mal sagen, Egmont hat momentan echt viele richtig gute Reihen am Laufen. Also wirklich, Respekt. Egmont. So, schauen wir mal, was ist hier drin. Ich glaube, hier müsste jetzt auch noch ein Rätsel-Exemplar kommen. Ja, ja. Erstmal haben wir hier den neuesten Bungo Stray Dogs Band. Ihr wisst, wie es läuft. Ich mag Bungo Stray Dogs echt, echt gern. Aber das weitere Rätsel-Exemplar. My girlfriend is not here today. Girls Love mit so Yuri mit Cheating und allem drum und dran. Oh, das könnte echt vielversprechend werden. Da bin ich echt gespannt, auf wie mir das taugen wird. Dann, ja, Papiermüll. Hier müsste das nächste Rätsel. Ja, hier sind die nächsten Rätsel. Und zwar von Hayabusa haben wir hier den guten Stigmata Icon 1 und 2, wo Band. Soll das so sein? Ich glaube, ich habe. Ich glaube, das ist ein Fehldruck. Guck mal. Der Buchrücken ist komplett verrutschend. Richtig. Betrifft das alle Bände von Stigmata Icon? Oder jetzt nur den hier, den ich bekommen habe? Und soll man. So oder so. Weird. Es sieht, um ehrlich zu sein, sieht es ein bisschen aus, als wäre das ein Versehen seitens des Verlags gewesen, weil man eigentlich hier einen weißen Balken drüberlegen wollte und es dann vergessen hat, ganz zu sehen, aber keine Ahnung, habt ihr Stigmata-Icon? Wenn ja, habt ihr auch so einen Fehldruck, wie ich ihn erwischt habe? Weird. Auf jeden Fall, hey, Boys Love. Oh, mit Mystery, Thriller und allem. Da habe ich doch Lust drauf. Und dann die letzten zwei Sachen. Was haben wir hier drin? Das ist der vermisste Band. Oder ist es. Ja, das ist der vermisste Band Nummer 11 von No Guns Live. Da ist das schöne Ding. Es muss mir reklamiert werden, weil es bei der Manga-Ecke beschädigt angekommen ist. Der hier hat jetzt auch eine kleine Stoßkante. Der kam so allerdings auch eben bei der Manga-Ecke an. Also es ist nicht die Schuld des Händlers, sondern einfach des Verlags. Aber da habe ich gedacht, ja, das ist nicht schlimm. Ah, ich weiß wieder, was drin ist. Ich war gerade kurz so, hä, was ist denn hier so schwer? Klar, The World After the Fall 2, den musste ich mir auch noch gönnen. Weil da habe ich wirklich Bock drauf. Einer der wenigen Webtoons, wo ich halt tatsächlich Freude dran habe. Und dann sind hier unten noch jede Menge Poster und. Ist hier was? Ja, warte, da kommt es nicht hin. So, was haben wir denn jetzt? Ah, ja, ein wenig. Beauty in the West Chamber 1, den Titel habe ich eher freundlich ausgedrückt, komplett zerrissen in meiner Rezension. Was schade ist, weil eigentlich das Artwork echt schön ist, das war ein Krampf zu lesen und dazu sehr viele fragwürdige Übersetzungen. Dann ein Blue Lock, wo ich heute erst
meine deutschen Bände verkauft habe. Ich habe hier nämlich tatsächlich die englischen stehen. Weil Englisch ist Großformat und es ist nicht Crunchyroll. Ironischerweise wurde im englischen Raum inzwischen Schuber-Variante angekündigt, was sagt, weil es die natürlich nicht als Leerschuber zu kaufen geben wird, weil die englischen Verlage, was sowas angeht, ein bisschen scheiße sind. Dann ein neues Mein Schulgeist Hanako-Poster. Interessante Wahl. Okay. Und ich glaube, das war's. Warte. Ja, das war's. Und jetzt kommen wir noch zum Recap. So, da haben wir als erstes Sleeping Dead Nr. 2 als Rätsel-Exemplar. Dann My Girlfriend Is Not Here Today 1 als Rätsel-Exemplar. Und dann eben noch Stigmata Icon 1 und 2 als Rezensionsexemplar, wo bei Band 2 eben der Buchrücken irgendwie... Wie gesagt, keine Ahnung, ob das die Schuld des Verlags ist. Also ist es halt nur, ob es allgemein die ganze Auflage betrifft oder nur diese ein Band. Keine Ahnung, aber ja. Das ist meine monatliche Ausbeute bei der Manga-Ecke. Ist jetzt nicht so krass viel, aber ein paar Schmankerle sind auf jeden Fall dabei. Ich freue mich, Sleeping Dead zu lesen, Stigmata Icon, auch My Girlfriend Is Not Here Today. Ich glaube, den werde ich gleich sogar lesen, weil der ist ein bisschen spicier, den kann ich schlecht in der Öffentlichkeit lesen. Und ja, meine Haare sind immer noch scheiße. Ah! Und vielen Dank an die manga-ecke.de fürs zur Verfügung stellen. Schaut unbedingt bei ihnen vorbei. Habt ihr euch einen der Manga gekauft? Wenn ja, welchen? Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare. Auf welche Rezension seid ihr am meisten gespannt? Alles bitte unten rein. Und zum Beispiel, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.